Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Das Setup für die 2-Zylinder Aerox ist endlich komplett. Es sind endlich alle Teile da. Jetzt kann es losgehen mit dem Zusammenbau. Unter anderem das ganze Setup und die neuen Auspuffanlagen. Und warum ich mir 4 Zündspulen gekauft habe, das alles in diesem Video. So Leute, wie ihr sehen könnt, Aerox steht wieder auf 2 Rädern, Motor ist eingehangen, es sind neue Auspuffanlagen dran. Darum geht es in diesem Video unter anderem und auch um das Komplett-Setup. Also einmal die Vorstellung des Komplett-Setups, was wird hier jetzt in diesem Fahrzeug verbaut? Es ist nämlich jetzt alles vollständig. Ja, also eigentlich kann das als, ich sag mal, erstes Video jetzt für das neue Projekt so gesehen angesehen werden, sprich Nummer 1 Setup-Vorstellung. Nenne ich es jetzt einfach mal. Ihr wisst ja, die schon ein bisschen länger dabei sind, es ist ein paar Sachen dazugekommen. Hier so ein paar kleine Winglets und sowas. Mal gucken, wie das sich am Ende in das Gesamtfahrzeug einpasst. Ich habe Auspuffanlagen bekommen von AS Racing, beziehungsweise AS Racing Pipes. Ja. Die Auspuffanlagen, erstmal Riesendank an André, der mir diese wunderschönen Auspuffanlagen gebaut hat. Speziell für die beiden Zylinder, für die RT70 mit bearbeiteten Steuerzeiten natürlich, ne? Sehr hohe Steuerzeiten auch. Wenn ihr da Details zu haben wollt, gerne mal bei André nachfragen. Der gute Herr sitzt in Essen. Der baut Spezialauspuffanlagen für unter anderem auch Simson. Und ich meine, seine Hauptarbeit ist im Motocross-Bereich, ne? Da hat er schon jahrelange Erfahrung. Also falls ihr Bock habt auf so eine Anlage, schreibt den mal an. Ich werde die Anlagen jetzt auf jeden Fall testen auf dem Prüfstand, gucken, was die aus der Karre zaubern werden an Leistung. Die sind hier drinnen wieder abgestützt über eine eigengebaute Auspuffhalterung. Ist hier oben fest, ist da unten fest. Da kommen wir gleich zu. Ja, hier oben Zentralfederung, alles drin. Wir haben hier einmal einen Auspuff. Die schwingen auch mit, ne? Also die schwingen halt auch mit. Wenn das Rad hinten hochgeht, kommen die Auspuffanlagen runter. So, hier auf der anderen Seite sitzt der andere Auspuff, ne? Hier in diesem Bereich habe ich den Auspuff noch leicht verändern müssen, anpassen müssen an die Verkleidung. Das war aber schon klar. Das täuscht auch ein bisschen, so dicht sind die gar nicht am Fußboden. Also ich kann noch meine ganze Hand zwischenstecken, ne, wie ihr sehen könnt. In die Kurve legen geht auch noch. Ich hatte eigentlich vor, für dieses Video den neuen Motorblock schon fertig zu haben. Allerdings liegt der noch im Schrank. Ne, das ist der alte, ihr seht, der ist mir mal runtergefallen leider. Ich werde auch in diesem Video den neuen Motorblock noch nicht bearbeiten. Das kommt alles demnächst. Das sind aber nur kleinere Anpassungen. Es geht jetzt erstmal darum, was wird überhaupt in dieser Karre verbaut. Darum geht es jetzt. Und deshalb werde ich diesen schönen Motorblock jetzt einmal ausbauen und auf meiner Werkbank ausbreiten. Der Motorblock ist ausgebaut. Der liegt jetzt hier vor mir. Ihr könnt den jetzt mal kurz bestaunen. Nein. Jetzt werde ich tatsächlich das gute Stück einmal komplett auseinanderbauen für euch. Ich werde also Auspuffanlagen abbauen, Einlass abbauen. Ich werde auch den Motorblock teilen, um euch dann einfach gleich mal zu zeigen, was das alles ist, wie das alles funktioniert und was wir hier überhaupt zusammenbauen. Das ganze Setup liegt hier, das zeige ich euch dann auch gleich, ne, was alles genau einzeln eingebaut wird. Ja, Leute, es ist alles ausgebreitet. Ich bin selber gerade ein bisschen erstaunt, wie viel das eigentlich ist. Ja, wie ihr sehen könnt, es ist alles hier. Auspuff, Zylinder, Motorblock komplett, Kurbelwellen mit Verbindung, Antriebszeug, Zündungszeug, Vergaserzeug. Ja, ich denke mal, am meisten interessant für euch ist der Motor, das Gehäuse, wie wird das verbunden? Ja, damit fange ich jetzt auch an. Ich fange so an, wie ich auch in den Videos immer Motoren zusammenbaue, nämlich erstmal mit Motorblock an sich, also Anpassung, was ist gemacht, wie wird das zusammengeschraubt, jedes einzelne Teil. Ja, anfangen natürlich mit dem Motorblock. Was haben wir? Das ist, wie gesagt, doch der alte Motorblock. Ja, den neuen Motorblock, den habe ich schon hier, ne? Der ist erst nur gespindelt hier vorne in dem Bereich für den Zylinder. Oversize-Anpassung hat er schon für das Stage 6 Oversize-Kit. Ist aber noch nicht gefloat, nichts bearbeitet. Ist auch ein Trommelmotor, der bekommt
wie in einem meiner Videos schon mal vorgeführt, einen Vierkolbenadapter für hinten. Nur so für die Leute, die sich fragen, warum ist hier was kaputt, hatte ich schon mal in einem Video erzählt, war ein Missgeschick von mir. Dieser Motorblock kommt weg, den werde ich nicht mehr benutzen, vielleicht hat irgendwer von euch ein Interesse daran. Also erstmal Gehäuse. Was haben wir hier? Wir haben ein Mineralliegengehäuse, ne, horizontal. Kennt ihr alle, ist verbaut in Aerox und sonst wie, brauche ich euch nicht erzählen. Ja, wie wird das Ganze verbunden? Wie wird das Gehäuse verbunden? Das Gehäuseverbindungs-Set, Kit, wie man es auch immer nennen möchte, kommt von RVR Systems. Mit dem habe ich gute Rücksprache gehalten. Da haben wir noch ein paar kleine Anpassungen gemacht und am Ende wurde das dann auch gefertigt. Finde ich sehr geil. Mit dem hat die Zusammenarbeit sehr, sehr gut funktioniert. Ich schreibe darüber auch momentan eine kleine Studienarbeit. Ist sehr interessant, das ganze Ding, wie die Konstruktion aufgebaut ist, wie das alles funktioniert. Da sind wir gerade zusammen am Arbeiten. Ja, woraus besteht das überhaupt? Ja, beim Zweizylinder-Umbau muss man natürlich erstmal schauen. Wir wollen zwei getrennte Kurbelgehäuse haben, weil wir ja abwechselnd zünden. Ne? Alle 180 Grad kommt eine Zündung, also die Kolben bewegen sich so. Nicht so, sondern so. Ne? Also nur für die, die es noch nicht wussten. Warum macht man das? Einfach zwecks Leistung. Sonst könnte man ja auch einen großen Zylinder nehmen. Hat auch noch ein paar andere Vorteile, vor allem Vibrationsvorteile und noch ein paar andere. Das geht aber jetzt zu tief in den Motorenbau rein. Genau, das ganze Set besteht aus für mich jetzt drei Teile. Das gibt es auch als zweiteilig oder auch als fünfteilig. Könnt ihr gerne bei eBay mal schauen, bei dem guten René RVR Systems, wie gesagt, da könnt ihr mal vorbeischauen. Ja, mein Set besteht hier aus drei Teilen, wie ihr sehen könnt. Das sind im Grunde zwei Teile, die zusammen ein Kurbelgehäuse ergeben. Da könnte man theoretisch jetzt auch schon einen Motor reinbauen, ne? Aber macht man natürlich nicht. Genau, auf die große Blockhälfte kommt dieses Stück drauf. Nicht wundern, das ist alles schon angepasst hier für RT70 und so weiter. Im Grunde wird dieses Teil hier drauf geschraubt. Da haben wir dann hier unsere Verschraubungspunkte. Dann haben wir einmal einen Spacer. Den braucht man eigentlich nicht zwangsläufig. Den kann man aber breiter oder schlanker machen, wie man möchte, je nachdem, was für eine Kurbelwellenverbindung man fährt. Das ganze Teil, also die Breite, ist davon abhängig, was für eine Kurbelwellenverbindung fährt man. Da komme ich gleich drauf zu sprechen. Genau, das wird hier drauf geschraubt. Das wird hier außen befestigt, hier von außen, ne? Hier in diese großen Verschraubungspunkte. Mit M8 hochfest. So. Dann wird auf dieses schöne Teil das dritte CNC-Teil draufgeschraubt. Auch wieder von außen. So, und dann kommt die andere Gehäusehälfte. Das heißt, ja, so sieht das Ganze dann aus. Ne? Hier in der Mitte kann man dann später die Kurbelwellenverbindung zusammenschrauben. Das Ganze ist am Ende dann so gelöst, dass wir eine selbst ausrichtende Lagergasse haben. Das heißt, wir haben hier zwar vorgesehene Stellen für Passbuchsen, damit das zusammengehört, aber das wird später so gemacht, dass ich die beiden Gehäuse erstmal einzeln zusammenschraube, nämlich so. Hier sitzt dann eine Kurbelwelle drin und da unten wird dann eine Kurbelwelle drin sitzen. Dann werde ich das Teil aufsetzen, werde das leicht festziehen. Und dann das gegensetzen. Also das Wichtigste bei so einem Motor ist ja natürlich, dass man diese Lager alle in einer Gasse hat. Ne? Kurbelwellenlagergasse. Und ja, wenn das nicht hinhaut, dann kriegt man am Ende einen Lagerschaden, Kurbelwellenschaden, was auch immer. Kennen wahrscheinlich die Jungs, die auch schon mal Zweizylinder gebaut haben mit äußeren Verbindungselementen. So wie ich das ja auch bei meinem allerersten Twin gebaut habe. Hat diverse Nachteile. Ja, ich bin jetzt umgestiegen auf das hier. Das halte ich für was Anständiges. So, was mich sehr freut, im Gegensatz zu meinem letzten Zweizylinder, den ich ja gebaut hatte, der jetzt auch verkauft ist, konnte der Lagerabstand hier oben um ganze 40 mm verringert werden. Also so etwa so. Also der war vorher halt etwa hier oben. So, und jetzt ist der halt hier. Also Motorblock ist schmaler geworden, hat diverse Vorteile. Auch weniger Belastung auf die Kurbelwellen. Ja, welches Tuning wurde hier gemacht, beziehungsweise welche Arbeiten wurden hier gemacht? Natürlich auffällig ist erstmal hier dieser riesengroße Flow-Kanal, den ich hier gelegt habe. Der ist hier auch drin. Das Gehäuse ist leider eine ganz so geile Qualität. Das ist Baujahr 96 ist das. 98 ist das. Also Baujahr 98 ist der Motorblock. Der hat ziemlich viele Lufteinschlüsse. Hier kann man auch sehen, da und da. Das ist normal hier, die beiden, aber
Das ist schon ziemlich doll. Ja, der neue Motorblock wird natürlich auch bearbeitet und passen dafür, dass das halt so schön hier ist. Richtig schön glatt, ne? Also Oberfläche ist natürlich leicht angeraut, ist besser für die Gasströmung. Komplett spiegelblank würde zu Tropfenbildung auch neigen, ist dann nicht so schön. Deshalb leicht rau, ne? Also man merkt das fast gar nicht, wenn man hier so drüber fässt. Das ist schön mit Diamantfräser schön glatt gemacht. Genau, ist ein bisschen besser für die Strömung. Falls ihr euch fragt, warum das so leicht rau ist. Genau. Ansonsten, was ist noch mit dem Block passiert? Ja, ist gespindelt hier für RT70. Ne? Muss ja sein, sonst passt das nicht. Genau, Strömer sind angepasst. Ist ja an sich eigentlich nur eine Anpassungssache. Genau, soviel zum Thema Block. Kurbelwellenverbindung kommt jetzt. Das ist ja auch wichtig. Ja, das sind Polini Big Evolution Kurbelwellen, 39,2 mm Hub, 16 mm Varioschaft, glatt, keine Verzahnung, ganz wichtig. Normale Kurbelwellen haben ja immer eine Verzahnung, die Big Evolution hat keine Verzahnung. Habe ich mich dafür entschieden, hält ein bisschen mehr aus und ja, genau, jetzt geht es darum, die Verbindung selber. Ja, die Verbindung selber der Kurbelwelle, ne, habe ich auch schon mal ein paar Mal gezeigt. Sieht so aus. Ne, die kann man hier zusammenschrauben. Die ist rotationssymmetrisch, das heißt, hier kommen vier Schrauben rein und von der Unterseite hier auch. Das heißt, das Ganze ist dann so gesehen symmetrisch. Man kann es noch auswuchten, aber grob im Ganzen ist das Teil schon an sich sehr symmetrisch, dass da kaum Unwucht entstehen sollte. Das Ganze wiegt, ich meine, 360 Gramm, ist damit nochmal gute 60 Gramm leichter als die alte Verbindung. Und das Teil hält 350 Newton aus. Das brauchen wir natürlich nicht. Also an der Kurbelwelle werden vielleicht, ich habe das mal gegengerechnet, also wenn jetzt so ein 70 Kubikzylinder, weiß ich nicht, 12 Newtonmeter macht und der andere auch und beide entgegengesetzt wirken, dann hast du da 24, aber da kommst du ja, wenn die Welle 350 ab kann, Quatsch, also wenn diese Verbindung 350 Newtonmeter ab kann, da kommen wir ja im Leben nicht dran. Also Sicherheitsfaktor von 12 oder was ist, ja, also Sicherheitsfaktor ist sehr, sehr hoch. Frage ist halt, ob das Teil denn so symmetrisch ist, dass da nicht so viel Unwucht entsteht wie bei meinen alten Verbindungsstücken, ne? Genau, verbunden wird das Ganze dann hier über diese. Ja, damit das Ganze verbunden wird, musste natürlich die Kurbelwelle umgebaut werden. Ne? Hier haben wir eine Passfedernut. Das wurde abgedreht, vorne nochmal angepunktet, einfach aus Sicherheitsgründen. Aber hier drunter ist eine sehr, sehr stramme Pressung. Wir haben hier, glaube ich, 6,5 Tonnen Presskraft benötigt, um das raufzupressen. Das wurde runtergedreht. Die Kurbelwellen wurden auseinandergepresst, also die wurden komplett auseinandergebaut. Und dann haben wir hier Passfedernut reingemacht. Das wurde ausgerichtet hier oben an dem Pleuelauge. Das wurde bei beiden Kurbelwellen gemacht. Dann wurden hier spezielle Passfedern gebaut, weil die sind ein bisschen schlanker als die Norm es sagt. Die Norm sagt, glaube ich, 6x6 mm. Wir haben hier 4,5x6. Ne? Die sind so, dass die genau hier reinpassen und wir immer noch nach unten hin genug Fleisch haben, damit das nicht ausreißt. Diese Passfeder. Falls ihr euch jetzt fragt, ja, die überträgt ja gar nicht so viel Kraft oder es reißt raus, die darf keine Kraft übertragen. Ne? Also so eine Passfeder bei sowas hier, also bei dieser Verbindungsart mit dieser Klemme, ist nicht dafür ausgelegt, Kraft zu übertragen. Diese Passfeder dient nur zum Arretieren. Also da, wo die sitzt, so. Und dann diese Verbindung, so. So sitzt das dann später drinnen, zack. Das wird dann zusammengeschraubt hier. So, am Ende sitzt das Ganze dann so. Ja, dann wird das zusammengeschraubt, so. Dann hält das auch. Auch diese Passfedernut, so. Also auch diese Passfedernut, die jetzt hier drunter sitzt, die wurde auch anhand des Pleuelauges ausgerichtet. Das heißt, beide Kurbelwellen wurden anhand des Pleuelauges ausgerichtet, was natürlich zu einer sehr hohen Präzision führt, was gut ist. Ja. Problem ist jetzt einfach nur wegen Unwucht vielleicht, dass eine Passfeder hier sitzt und eine auf der anderen Seite. Ja, könnte man nochmal zusammenschrauben, nochmal auswuchten. Genau. Mir war wichtig, dass man später auch nochmal Lagerservice machen kann und das Ganze auseinanderbauen kann, ne? Damit das nichts verpresst ist. Es gibt ja auch Lösungen, wo die Kurbelwellen miteinander verpresst sind, zum Beispiel von MXS oder sowas, die haben das zusammengepresst.
Genau, noch zum Thema Umarbeitung. Das habe nicht ich gemacht. Da muss ich ein bisschen Werbung machen für Merlin McFly. Ihr Leute kennt den wahrscheinlich. Außer EST, die Leute werden ihn wahrscheinlich alle kennen. Das ist ein sehr junger Herr, der hat sich einen großen Maschinenpark aufgebaut und der hat sich bereit erklärt, das Ganze für mich mal zu übernehmen. Und diese Kurbelwange, also das Auseinanderpressen, das haben wir gemacht, beziehungsweise ich und ein Kollege. Und das, da haben wir vorhin auch hier das Lagerspiel gemessen. Ne? Immer ganz wichtig, dass man das Lagerspiel kennt von der Kurbelwelle, dass man das später wieder zusammenpresst. Und ja. Ja, und das Umarbeiten hier selber, also das Einspannen, das Abdrehen, das Ausrichten, das Passfedernut fräsen und so weiter, das hat der gute Merlin für mich übernommen. Und da bin ich ihm sehr dankbar. Und ich hoffe, dass wir in Zukunft auch noch gut zusammen arbeiten werden. Grüße gehen raus. Genau, so viel zum Thema Kurbelwelle. So, ich kann das mal hier testweise einbauen, damit ihr mal seht, wie das Ganze dann am Ende sitzt. Also, Kurbelwelle kommt rein. Ne? Zusammengebaut. Dann haben wir hier die Passfeder. So. Kommt der drauf. Kommt das Teil drauf. Ups, falsch. Erstmal muss natürlich das Teil drauf. Upsi. So. So, dann kommt der und dann kommt die zweite Kurbelwelle. Nein, ich sehe das schon, das wird ein bisschen fummelig alles später. Es wird alles sehr, sehr spaßig, das zusammenzubauen. Aber es wird wahrscheinlich auch besser, wenn man es im Liegen zusammenbaut und jetzt nicht so hoch kann, so wie ich das hier mache. Und so sitzt das denn. Und hier durch diese schöne Wartungsklappe kann man dann später die ganzen Schrauben anziehen. Na, wenn man das Ganze mal dreht. Ich hoffe, das geht jetzt gerade. Ja, es geht. So, da sieht man, wie das alles funktioniert, wie sich das alles schon dreht. Ne? Ich bekomme jetzt schon Bock, wenn ich das sehe. Gut, jetzt sind sie gerade beide, dass sie oben zünden. Ich habe das nicht ganz richtig zusammengebaut. Egal. Könnte man auch machen. Man könnte sie auch beide gleichzeitig zünden lassen. Wäre auch mal witzig. Nee, auf jeden Fall so. Und ja, dann kommen die beiden Zylinder drauf. Das Prozedere kennt ihr. So, was auch noch eine interessante Sache ist, ist natürlich die Abdichtung der Kurbelgehäuse. Wie ihr sehen könnt, sind beide Simmerringe hier gleich groß. Da kommt der kleine Simmerring rein, ne, von der normalerweise Lichtmaschinenseite. Das heißt, der ganze Block hat dann drei kleine Simmerringe und einen großen für die Vario-Seite. Und dann sind hier extra speziell 3D gedruckte Halter. Upsi. Die werden dann hier so drüber geschraubt. Ebenfalls von RVR Systems gebaut. Gehören zu dem Set, meine ich, dazu. Ja, ist eine geile Lösung. Nimmt nicht viel Platz ein. Haben wir auch bei der Auslegung des Zwischenstücks berücksichtigt. Oder beziehungsweise haben wir bei der Ausmessung davon halt mitbedacht. Beziehungsweise er hat das gemacht. Und genau, somit ist dann einmal der Adapter. Dann haben wir, glaube ich, 2 mm Luft auf beiden Seiten oder drei und dann haben wir den Simmerring mit dem Halter zusammen. Ja, damit da auch nichts kollidiert, ne, später. So, ich hoffe, mit Motorblock, Kurbelwelle ist soweit alles klar. So, was kommt als nächstes? Motorblock ist schier. Was mache ich sonst als nächstes immer? Wenn der Motorblock fertig ist, was kommt meistens als erstes rein, wenn wir einen komplett leeren Motorblock haben? Richtig, Getriebe. Was haben wir als Getriebe? Das ist noch das alte Getriebe hier. Das ist vorher drin gewesen, ne? Das ist ein komplett Malossi-Getriebe. Da ist alles von Malossi. Ja, das Getriebe war drin und das wird jetzt noch zusätzlich eingepackt. Erklärung: Das Zahnrad kommt hier drauf und das Zahnrad wird gegen das hier getauscht. Kurz zur Übersetzung: Ich spare euch jetzt die Rechnerei. Das habe ich im letzten Getriebevideo irgendwann mal gemacht. Dieses Getriebe ist 39% länger als das originale Aerox-Getriebe. Genau, kann man so von Malossi sich als Paarung tatsächlich, glaube ich, auch kaufen. So, und das hier, das ist jetzt noch ein deutlich längeres Sekundärgetriebe. Damit komme ich auf insgesamt 53%. Danke an Philipp, der hatte da noch eins von liegen. Ich meine auch bei Scooter Magic zum Beispiel, die hatten das mal eine ganze Zeit lang noch, ist jetzt, glaube ich, ausverkauft. Ja, diese Paarung, die jetzt kommt,
ist, glaube ich, die längste Übersetzung, die du in einer Aerox fahren kannst oder in diesem Minarelli-Block. Also 53% länger als Original. Das ist, ja, das ist schon sehr, sehr lang. Und das kommt halt rein, um den Antriebsstrang zu entlasten, ne? Also wenn da ein sehr, sehr kurzes Getriebe drin ist, zum Beispiel das Originale, dann ja, sind da halt hohe Kräfte am Walten und der Antriebsstrang ist damit vielleicht überfordert. Ich will es nicht herausfinden. Ja, genau, dieses Getriebe muss noch umgepresst werden. Das ist aber, glaube ich, für euch uninteressant. Das kommt einfach rein und ihr wisst, 53% länger als Serie. Ja, was ich noch nicht aufgeführt hatte, natürlich zu einem Getriebe gehört auch ein Getriebedeckel. So, wir haben hier was richtig Feines von Malossi. Den hier haben wir. Der kommt da rein. Der ist auch richtig massiv. Also wenn man sich das mal anguckt, der ist auch richtig schwer und einfach richtig massiv, auch richtig geil gefertigt hier. Steht nichts über, sind keine Späne drin. Ich hatte tatsächlich mal von einem anderen Hersteller letztens einen in der Hand. Den habe ich leider wieder zurückgeschickt, weil überall Späne drin waren. Fand ich nicht so geil. Ist auch ein bekannter Hersteller, ein großer Hersteller, wo ich gesagt habe, nee, das passt mir nicht. Genau, was kommt als nächstes? Als nächstes verbaue ich ja die Kurbelwellen normalerweise, aber die sind ja schon erklärt. Ja, weiter geht's tatsächlich mit den Zylindern. Ja, was gibt's da so zu sagen? Zweimal Stage 6 RT, 70 Kubik, sind tatsächlich nicht mehr original, was ein Wunder. Wurden bearbeitet, oh, kann man jetzt nicht sehen. Die Zylinder hat der Marc von MT Tuning bearbeitet für mich. So sieht das Ganze aus. Ne? Beziehungsweise ich hatte sie gekauft, beide gebraucht, waren schon ein bisschen bearbeitet. Und der Marc hat da jetzt nochmal Finish dran gemacht, auch mal auf hohe Steuerzeiten gehoben. Das, was der André bei diesen beiden Auspuffanlagen, über die ich gleich nochmal rede, erzählt hatte, was da reingehört. Genau so spektakulär sind diese Zylinder jetzt an sich nicht. Ich habe da ein bisschen rumlackiert dran. Ne? Ja, Steuerzeiten, beide Zylinder sind identisch. Muss natürlich so sein. Wir wollen ja auch aus beiden Zylindern nahezu die gleiche Leistung haben, im Optimalfall. Ich habe die alle hier markiert mit einer 2, der andere hat eine 1. Genau, da sind die Zylinder, die RT-Zylinder kennt ihr ja alle. Was jetzt noch neu ist, ist, nein, nicht die Wasserhaube, sondern das hier. Die Nummer 40U kennt ihr vielleicht, das ist eigentlich eine Rohling-Kalotte. Das heißt, eigentlich müsste jetzt ein Rohling sein, ist es aber nicht, sondern es ist ein speziell ausgedrehter Zylinderkopf mit der Tiefe 2.0. Das hat damit zu tun, dass das halt auf die Steuerzeiten angepasst ist. Das ist ein Brennraum, der ist ein bisschen höher verdichtet. Der wird erstmal als Testbrennraum benutzt. Das hat auch der nette Philipp für mich gemacht. Qualität ist mal wieder sehr stark. Der eine ist 2,3 mm tief, der andere 2. Mit bloßem Auge kann man das jetzt nicht erkennen, aber das ist halt für die Steuerzeiten relevant. Sind natürlich beide gleich von der Verdichtung her. Die Verdichtung ist minimal höher als die Originale vom Stage 6 RT, aber vor allem die Form ist anders. Ne? Normalerweise geht es ja leicht spitz zu, die ist jetzt etwas runder oder auch hemisphärisch genannt. Genau, das heißt, geportete Zylinder, spezielle Brennräume, ne, die kann man auch so nicht kaufen. Muss man sich selber bauen. Bin soweit gemacht. Ach ja, der Flansch, genau. Den Flansch, da habe ich den Übergang noch ein bisschen geglättet hier drin, könnt ihr sehen. Der ist glatt und aufgedreht, konisch, für den Auspuff. Wo wir eigentlich jetzt auch zukommen können, ne? Zum Auspuff. Auspuff hatte ich am Anfang schon angesprochen. Auspuffanlagen von AS Racing. AS Racing Pipes heißt der. Sehr überzeugende Qualität. Ne? Schweißnähte, sehr, sehr geil. Da haben wir einen, beziehungsweise der André, der hat mir da ein spezielles Layout gemacht, womit er sehr gute Erfahrungen hat, die sehr, sehr gute Leistungen bringen. Und da das, und das hat er mir halt anvertraut. Vielen Dank da auch nochmal dran. Ich werde testen, ob das Layout gut mit den Zylindern auf diesem Motorblock funktioniert. Und ja, ich bin sehr gespannt, was das am Ende bringt. Auch hier nochmal reinschauen. Ne, könnt ihr ja sehen. Könnt ihr sehen, hier die Schweißnähte, alles schön mit Flamme gemacht. Sieht sehr schön aus. Auch die Form. Keine riesigen Knicke jetzt drin. Ne. Schöner Carbon-Endschalldämpfer hier oben, auch ein bisschen kürzer. Ja, also ich denke mal, vom Sound ist das schon sehr überzeugend, was da am Ende rumkommt. Ich freue mich auf jeden Fall. Vielen Dank an dieser Stelle an André, dass er das gemacht hat für mich. Natürlich haben wir noch einen zweiten. Ja. Das Gegenstück habe ich ja eben im Intro gezeigt.
Ja, ist jetzt nicht großartig anders. Zum anderen ist natürlich einmal auf der anderen Seite. Hier alles mit schönen Federn gehalten. Hier unten ist noch eine angeschweißte Aufnahme für einen Temperaturfühler, ne, damit wir das besser abstimmen können, damit wir sehen können, was im Motor los ist. Wir wollen ja nicht, dass die Zylinder kaputt gehen. Ne, deshalb immer schön im Auge behalten, wie heiß ist denn das? So, vom Motorblock übers Getriebe, über die Zylinder, über den Auspuff kommen wir jetzt zu den Vergasern. Zweimal Stage 6 RT 28 mm neu von ScooterTech. Vielen Dank nochmal an Kai, der hat mir die ja damals mitgebracht. Die kommen drauf. Schön mit den Trichtern. Ob wir die Trichter behalten, weiß ich noch nicht. Wir sind gerade dabei, wahrscheinlich welche aus 3D-Druck zu fertigen. Gucken wir mal, ob wir die einsetzen. Wir testen die auf jeden Fall mal. Na, schön ein paar Testobjekte. Ja, Membranblöcke dazu passend V-Force, Tassinari, auch von Stage 6, kennt ihr ja. Ne? Wurde ein bisschen bearbeitet auf 28er Durchlass. Und dann haben wir hier diese schönen Ansaugstutzen von Z-Engineering, beziehungsweise jetzt mittlerweile Two Wheel Supply. Die sind 3D gedruckt in frei wählbarem Winkel, schöne gefräste CNC-Platte hier. Abdichtungssystem, kann man 360 Grad drehen. Könnt ihr bei Two Wheel Supply kaufen, 5% Code Lilo, ne? Spart ihr 5%, falls ihr Bock habt, euch so einen zu kaufen. Ich glaube, der hat sogar noch ein paar auf Lager. Müsst ihr mal auf die Website gehen. Ich hoffe, man sieht das auf der Kamera. Sehr geiler Übergang. Du kannst auf der Seite Two Wheel Supply tatsächlich auswählen, was für einen Innendurchmesser willst du haben. Das gibt es ja nicht nur in 28, das gibt es ja auch in 26, 24, 21. Alles, was du möchtest, kannst du dir hier aussuchen. Auch den Anschlussdurchmesser. Ja, was du möchtest, kannst du auch größeren Vergaser noch, kleineren Vergaser, 360 Grad drehbar, du hast nicht das, und du kannst halt wirklich diesen Winkel bestimmen, das ist ganz wichtig, so kannst du halt das hier drauf schrauben und siehst halt, okay, der Vergaser passt, es gibt andere Hersteller, die kriegen das nicht hin, das so weit zu machen und dann steht der Vergaser irgendwie komplett steil und das ist halt auch Mist, also das finde ich schon ziemlich gut. Ja, und natürlich auch hier vielen Dank an Two Wheel Supply, dass er mir die gedruckt hat. Der hat mir unter anderem auch noch diese schönen Dinger gedruckt hier. Ne, die sind halt ein bisschen größer. Für RD350, ne, für den Maxi-Twin. Falls ihr das Projekt nicht kennt, ne, 372 Kubik kommt da drauf. Mit Langhub-Kurbelwelle, 55er Hub, 110er Pleuel, BGM Evolution 2 Kurbelwelle, 38er Nibby-Vergaser. Große Einlässe. Auch komplett das Set, auch mit Airfoyer Systems zusammen. Falls ihr da noch Bock habt, damit wir ein bisschen Massenproduktion starten können und alle ein bisschen günstiger von wegkommen. Falls jemand noch Bock hat auf so ein Twin-Kit, schreibt ihn bitte an. Wir haben da eine kleine Warteliste. Und dann bauen wir uns alle zusammen einen Maxi-Twin. Juhu! So, Spaß vorbei. Ja, die Antriebssachen kennt ihr ja alle. Ne? Stage 6 Oversize-Kit, auch komplett neu. Das Set hatte ich, glaube ich, immer mal erwähnt. Konnte ich mir aufgrund eurer Bestellungen bei ScooterTech kaufen, beziehungsweise konnte ich mir das holen. Ne? Ich hatte genug Rabattpunkte über, dank euch, weil ihr immer mit diesem 5%-Code Lilo bestellt und auch spart. Und ein kleiner Teil von dem Umsatz geht dann ja an mich. Das heißt, wenn ihr Sachen einkauft bei ScooterTech mit dem Prozentcode Lilo, spart ihr 5% auf eure gesamte Bestellung und ich bekomme ein kleines bisschen vom Kuchen ab und kann mir dann so schöne geile Sachen kaufen und euch hier unterhalten. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Ne? Ich will euch ja nicht mit meiner Werbung hier nerven. Aber es sind ja immer Leute dabei, die sind neu, die wissen das alles noch nicht. Genau. Das ist die Variomatik dazu. Ich muss dazu noch sagen, ich werde das alles abdrehen, also alles feiner machen. Das ist jetzt ja alles beschichtet. Das ist jetzt Keramik beschichtet und hier haben wir tatsächlich eine raue Oberfläche. Das hört man auch richtig hier. Ne? Und beschichtet. Also die ist rau und beschichtet. Dieses ist einfach nur beschichtet. Das hört sich anders an. Das ist blankes Aluminium, aber beschichtet und das ist noch rau. Also da ist die Oberfläche richtig rau und das wird abgedreht, das wird alles schön gemacht. So, das ist jetzt gerade das Kupplungspaket von meiner EST-Jog, von der Cup-Jog und da könnt ihr sehen, hier zwischen, das ist richtig schön blank. Ne? Also wenn ich da drüber gehe mit dem Schraubendreher, das ist so blank. Und seitdem ich das gemacht habe,
frisst das Set überhaupt gar keine Riemen mehr. Kleiner Geheimtipp. Ja, so wird das aussehen. So wird der Wandler auch bearbeitet werden hier. Ja, also Unterschiede, mal eben kurz, so sieht das aus. Hier ist ja eine Hülse bei. So, und diese Gleithülse gehört natürlich in die Variomatik. So, alles schön und gut. Aber diese Gleithülse ist natürlich für 13 mm Kurbelwelle gedacht und daher passt das hier nicht drüber. Könnt ihr sehen, das ist ein bisschen sehr stramm. Aus dem Grund habe ich mir jetzt hier diese Hülse geholt. Das ist eine Hülse für Piaggio Big Bore Kurbelwellen, beziehungsweise ja, für Piaggio ist sie. Man sieht es, ich muss sie noch einkürzen. Aber diese passt wirklich sehr schön flutschig hier drüber, ne? Die sitzt halt stramm da drauf. So soll es sein. Kupplung ist eine neue. Eine Doppler SX86. Ich habe mir mal sagen lassen, das soll eine mit der wenigen Kupplung sein. Die ist auch sauschwer, also die ist richtig schwer. Die hält wohl sehr, sehr viele Kräfte aus. Also die hält sehr gut Power aus. Man muss natürlich diese drei Schrauben nochmal nachziehen. Mein erstes Rennen letztes Jahr in Cheb, ne, EST, da sind mir diese Schrauben beim ersten Training die vorderen drei, beim zweiten Training die hinteren drei lose gegangen, weil man, ne, auch wieder so eine Sache, wenn ihr sowas kauft, kontrolliert alle Schrauben, prüft das. Ja, das ist die Malossi Wingbell Kupplungsglocke. Auch ein schönes, teures Teil. Über 100 Euro hat die mich gekostet. Die ist extrem leicht. Ne? Hat hier drinnen noch so eine schöne kleine Rille, wie ihr sehen könnt. Ich denke, das hat auch was damit zu tun, dass die Belege halt immer mal ein bisschen fresh gehalten werden. So, jetzt kommen wir zum Thema Zündanlage. Was auch der Grund ist, warum ich hier zwei. Jetzt erfahrt ihr auch, warum ich vier Zündspulen gekauft habe. Und zwar werde ich jetzt wieder bei diesem Twin die Ignitec-Zündung fahren. Das ist das Steuermodul dafür. Das ist die Grundplatte dafür. Hier gibt es zwei Hallgeber, zwei Hallsensoren. Und dann haben wir hier einen Rotor. Der fährt hier halt dran vorbei. Und ja, das ist halt der Rotor. Den muss ich noch mal ein bisschen leichter machen. Der ist tatsächlich ein bisschen schwer. Die ist komplett frei programmierbar. Also wirklich, da kannst du alles einstellen. Da kannst du Schaltautomat einstellen, da kannst du Zündunterbrecher, da kannst du alles. Das ist eigentlich für Motorräder, da kannst du eigentlich mit bis zu vier Zündkerzen befeuern. Und ja, das ist halt die Race Edition, also so die Pro Race heißt die, glaube ich. Und genau. Deswegen auch zwei neue Zündspulen. Die alten, das waren welche mit zwei Pins, jetzt habe ich eine mit einem Pin. Ich erhoffe mir daraus ein bisschen besseres Verhalten des Ganzen. Hier ist noch ein neuer Kabelbaum. Ne? Hier mit dem Programmierkabel, dem Stecker und das gehört da alles zu. Wie ihr sehen könnt, ist ein bisschen mehr als bei so einer PVL-Zündung. PVL habe ich auch noch. Nochmal kurz als Info, was ist eine PVL-Zündung? Das ist PVL. Ist im Grunde wie Italkit aufgebaut. Hier PVL. Du hast zwei Statoren, zwei Ausgänge. Du hast hier zwei normale Zündspulen, eine zweite. Fertig, das war's. Du hast keinerlei Steuergerät und nichts. Falls ihr noch ein paar Detailfragen habt, schreibt mir gerne auf Insta, Facebook, whatever. Schreibt das hier in die Kommentare. Ja, wie geht's weiter? Der nächste Schritt ist jetzt den neuen Motorblock anpassen tatsächlich für die RT-Zylinder. Dann den neuen Motorblock Sandstrahlen, Perlstrahlen. Den Vierkolbenadapter dran fummeln. Und dann geht das los mit dem Zusammenbau. Ne, dann kann das Getriebe als erstes, denke ich mal, umgepresst werden und eingebaut werden. Das nehme ich euch wieder mit. Also ich gehe stark davon aus, dass das interessanteste Video für euch alle sein wird, wie diese Sachen mit Kurbelwelle zusammengebaut werden. Das ist, glaube ich, das Interessanteste für die Leute, die hier zuschauen, die mich schon ein bisschen länger verfolgen. Zylinder dranbauen, Einlasssystem dranbauen. Das Einbauen, das ist alles so, ja, das haben wir schon 10.000 Mal gesehen auf diesem Kanal, aber das hier zusammenbauen, das wird interessant. Und dann natürlich der First Run, ne? Da freue ich mich jetzt schon drauf, ich habe jetzt schon Bock da drauf. Ja, ich sage immer so schön, was lange währt, wird endlich gut und ja, ich freue mich wirklich richtig, richtig doll darauf, wenn das Ding endlich brüllt und Spaß macht und vorwärts marschiert. Ich habe so eine Wunschleistung im Kopf, an die ich gerne rankommen würde, die ich gerne übertreffen möchte.
Aber ich freue mich halt einfach wieder, wenn dieses schöne Moped endlich wieder fährt und rollt. Weil dann, wenn das alles fertig ist, dann geht es weiter mit dem anderen Projekt, ne? Mit der Slider, die ja auch viele von euch schon erwarten. Ne? Viele Leute freuen sich da ja drauf. Das Fahrzeug steht hier wirklich so einfach so richtig traurig in der Ecke rum. Das tut mir auch einfach leid. Aber was willst du machen? Lilo hat leider ein bisschen Vorrang. Ne? So Leute, genug gesabbelt. Jetzt ist Feierabend hier. Ich bedanke mich bei jedem, der bis hierhin zugeschaut hat, der nicht vor Langeweile vom Sofa gefallen ist. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ich habe noch ein anderes gerade in petto, da mache ich jetzt nochmal eben ein paar kleine Sachen dran. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann.